Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute hier gegen einen Protoss. Wir selbst sind auch Protoss. PvP. Ich würde fast sagen. Na, ich hatte jetzt überlegt, ob ich mal einen Proxy. Ich spiele, glaube ich, mal einen Proxy Dark Shrine. Ja, das finde ich ganz cool, wenn wir das mal machen könnten. Machen wir das einfach mal hier so. Wenn wir jetzt in unseren Gegner fahren, direkt mit dieser Probe, dann ist das natürlich blöd, dann werden wir das Ganze nicht machen, aber ansonsten schon. Mal schauen, ob das klappt. Bräuchte natürlich Doppelgas relativ früh, wenn wir diesen Bild spielen wollen. Machen das auch mal direkt. Und den zweiten Pallen werde ich auch noch in meiner Base nehmen. Das ist jetzt natürlich blöd, dass das WWF hier quasi erstmal überhaupt nichts machen kann. Oder das, die Sonde. Aber das muss sein. Denn jetzt wären wir hier nicht mehr vernünftig rausgekommen. Ich suche da hier unseren. Oh. Wir lassen den mal durchkommen. Möglicherweise ist hier auch noch was. Also vielleicht können Rusher uns ja trotzdem weiterhin. Ja. Dann nehme ich auch. Schon eine Cannon. Wir müssen es halt dringend verhindern, dass diese Probe hier durchkommt. So. Kann uns der Cannon Rush ziemlich egal sein. Problem ist, dass halt meine DTs nicht mehr viel Sinn machen. Denn er wird sich ja defensiv jetzt auch absichern mit einer Cannon. Deshalb machen wir das jetzt hier auch anders. Eigentlich sollten wir jetzt selber gleich auch eine Echse nehmen. Weil die Chance, dass er das jetzt als Transition genommen hat, sind nicht so gering. Es kann natürlich sein, dass er auch versucht, noch einen großen One-Base-Push zu spielen. Das ist halt seine andere Alternative. Aber er ist halt im Tech extrem hinten. Dadurch, dass er halt viel in diese Cannons investiert hat. Und wir rennen mal mit diesen drei Stalkern einfach mal nach vorne und schauen, was da so geht. Währenddessen nehmen wir unseren Nexus. Das Oracle ist ja auch gleich da. Und dann werden wir mal sehen, was da so geht. So, ich will ganz genau ein zweites nehmen. So, Chance, dass er die Gold genommen hat. Die haben sich hier jetzt gerade mal relativiert, diese Chancen. Die hat sich hier mit Mars Cannons hinten abgesichert, hat aber nichts gegen das Oracle. Dann Overcharge bringt ihm da auch nichts. Spielt sogar Phoenixes. Ne, Void Race. Okay,
Okay, da ist das Void Ray. Lasst uns beginnen. Ich bin hier in den Schatten. Der Weg ist klar. So, wichtig wäre, dass wir noch mehr Eco-Schaden machen, als wir es jetzt haben. Ich verstehe. Die Sterne stehen gut. Unsere Schicksale sind vereint. Der Weg ist klar. So, also 4 hat er nicht mehr hier. Das Zeitfenster ist klein. Holen uns jetzt trotzdem mit Twilight Council. Wir sollten übrigens auch mal langsam hier unsere Eco saturieren. So. Also wir sind halt ziemlich weit vorne, was die Eco angeht, auch wenn wir unsere zweite halt deutlich später hatten leider. Und wir werden auch nicht angreifen können, solange er jetzt hier so viele defensive Void Rays baut. Dann müssen wir das Ganze also nochmal ein bisschen vertagen. Das machen wir am besten, indem wir jetzt eine Twilight Council nehmen, gleich auf Arkens gehen, vorher noch Blink mitnehmen und selber aggressiv expandieren eigentlich. Das heißt, wir werden gleich unsere dritte nehmen. Die Chance ist natürlich auch da, dass er gleich versucht, noch einen Two-Base-Push dann zu spielen. Wir holen uns einfach auch nochmal ein Oracle. Was soll denn der Geiz? Okay, dann lassen wir das. Geht auch auf Air-Upgrades. Also er möchte scheinbar wirklich Mars Air spielen. Das heißt, wir werden uns jetzt einfach mal ein paar mehr Stalker zusammensparen. Auch mal eben hier weitere Pylons. Wir haben jetzt einen verloren. Dann müssen wir uns gleich auf jeden Fall mal anschauen, ob er noch ein zweites Diet baut. Ich würde auf jeden Fall gleich gerne eine dritte nehmen wollen. Wo verbirgt sich der Feind? Ich will. Das war an der Gold. Stalker sind halt nur mäßig gut gegen Void Rays. Baut weiter Void Rays, hat immer noch kein Warp Gate erforscht, interessanterweise. Keine dritte Basis, die wir hier sehen. Möglicherweise will er halt einfach nur mit Void Rays gleich angreifen. Dort mehrere Gateways gebaut, um reinzuwarpen. Weil von dort kam ja die Probe. Aber ich sehe aktuell nichts, was darauf hindeutet. Wir holen uns auch tatsächlich mal hier Storm. Denn Storm ist gegen Void Rays ganz gut. So, Blink ist durch. Das heißt, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir greifen jetzt einfach mal mit den Stalkern nur an. Okay, oder auch nicht. Bisschen schade halt, dass wir denn hin? Wir stellen uns. Hä? Der Dunkel. Warum finde ich die Void Rays jetzt nicht? So diene ich, erklärt euch. Unsere Gedanken. Das ist aber ärgerlich. Dass ich die Void Rays jetzt nicht gefunden habe in diesem Moment. Solange sie auf Cooldown waren. Das wäre die perfekte Gelegenheit dafür gewesen. So,
Was ich halt nicht habe, ist was im Vorne rein zu warpen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Storm ist allerdings durch. Das ist schon mal ganz gut. So, und jetzt machen wir mal was, was man sonst nicht macht. Wir schreiben hier Offensive GG. Weil er soll jetzt gefälligst rausgehen. Also wenn man selber Cannon rusht und dann sagt, das war Luck, dann nein. Absolut nicht. Derjenige, der hier auf die Cannons geht, der versucht es mit Luck. Alles andere... Ja, ist wesentlich einfacher. Also gut, Cannon Rush zu rushen ist auch nicht einfach, aber er hat ja dieses Risiko bewusst eingegangen. Dann zu behaupten, dass es eine Abwehr von einem Cannon Rush Luck wäre, das stimmt ja nun so absolut nicht. Ja, das war's für heute auf jeden Fall. Ich vergesse immer hier die Endcard groß zu machen. Moment, so. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Wobei, ich sage ja jetzt immer, oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Es ist immer die Playlist verlinkt. Mal schauen, ob ich das noch ein bisschen ändern werde. Aber die Playlist der Serie wird oben rechts immer verlinkt jetzt neuerdings. Denn mit diesen schönen Anmerkungen, die es jetzt neuerdings gibt, ist das doch ganz nett. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.